So, zuletzt ist ein Video von mir relativ gut angekommen, und zwar, wo ich auf das 157.000-Euro-Depot von Tomory reagiert habe. Das sieht man auch hier oben. Und kurz danach, beziehungsweise ein paar Wochen danach, hat auch Finanzfluss, beziehungsweise mit dem Kanal Überfluss darauf reagiert. Und Tomory hat auch schon mal mit Finanzfluss was zusammen gemacht und hat dementsprechend jetzt nochmal sein Depot aktualisiert, nimmt darauf gleich nochmal Bezug. Und da dachte ich mir, ist es natürlich sehr, sehr interessant, jetzt einmal zu schauen, wie das Depot jetzt aussieht und was er womöglich auch zu dem Input sagt, den er basierend auf dem ersten Video bekommen hat. Also schauen wir mal rein und legen mal direkt los. Das ist ja Finanzfluss, beziehungsweise Überfluss, der Zweitkanal. Der Finanzfluss, also derjenige, der mir quasi investieren so richtig nahegelegt hat und quasi gesagt hat, okay, hier so investiert man mit ETFs und so weiter und so fort, so funktioniert das Ganze, so funktioniert ein Sparplan, hier Sparrate, dies, das und so weiter und so fort. Über den. Da muss man ja sagen, wenn man das erste Video gesehen hat, guck es dir gerne nochmal an, wenn du möchtest, der Tipps in ETFs zu investieren per Sparplan, den setzt er auch um, aber nur zu einem geringen Teil. Also er weicht auch ziemlich stark von diesem Plan ab, muss man fairerweise sagen. Bin ich da quasi so richtig herangeführt worden, natürlich auch über andere Sachen, aber er hat es mir dann quasi in einem Video so richtig mal gezeigt und erklärt, wie man seine finanziellen Ziele eben erreichen kann durch Sparen, durchs Investieren und auch durchs langfristige und sichere Investieren. Jetzt ist natürlich in meinem. Sprich, all in Tesla. Na gut, Spaß. Schauen wir erstmal weiter. Im Video, ne, ich habe halt ein Video mal gemacht. All in Tesla, mein 157.000 Euro Aktiendepot. Und darauf hat er reagiert, weil logischerweise, ne, das hat jetzt halt wenig mit sicherem, langfristigen, na, mit langfristig schon, aber hat halt wenig mit sicherem Investments in ETFs und mit der Diversifizierung zu tun. Und ja, darauf haben die halt reagiert. Ja, die waren nicht so kritisch, wie sie eigentlich, glaube ich, sein wollten. Moment. Muss man auch sagen, die Kommentare unter meinem Video, die waren auch interessant und da waren einige auch sehr, sehr kritisch und haben gesagt, das ist ein völliges Harakiri-Depot, also ja, überhaupt nicht sinnvoll aufgebaut. Auch so Punkte wie zu sagen, ich investiere langfristig, also ein Jahr und länger, was er da gesagt hat, kann man, glaube ich, zu Recht sehr, sehr kritisieren. Und an vielen Punkten habe ich auch das nochmal kritisch angemerkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon mal ein guter Weg, überhaupt zu investieren und man steckt da immer in diesem Zwiespalt, dass natürlich das Depot gegen einige Grundsätze ziemlich stark verstößt, die man aufbauen sollte oder die man berücksichtigen sollte, vielmehr beim Depotaufbau. Auf der anderen Seite hat er kurzfristig genau mit dieser Taktik ja irgendwie Erfolg gehabt. Das sehen wir auch schon, wenn er jetzt ein größeres Depot hat, außer er hat es nur durch Zukäufe getätigt. Das werden wir gleich herausfinden. Aber das ist der Zwiespalt, in dem man sich hier immer befindet. Wir mögen uns, also wir arbeiten auch mit denen zusammen. Ich finde das Finanzfluss-Team super geil, also ich mag die richtig gerne. Ich glaube, die wollen so ein bisschen netter sein. Also, die haben es natürlich jetzt nicht gebasht oder so, aber die haben natürlich schon ein paar, ja, logischerweise mussten die ja auch machen. Die haben gesagt, ja, Bruder, das ist halt eine Wette, ne? Und das ist es ja auch. Und deswegen ist es ja vollkommen okay. Und da muss man natürlich auch die Leute davor warnen, dass man halt jetzt nicht eins zu eins halt sagt, ja, macht das, was er macht, weil der macht halt viel Profit. Auf jeden Fall in der Community von denen, also auch völlig berechtigt, die haben ja auch alle recht. In den Kommentaren haben sie da ein paar Leute nicht so zurückgehalten. Ist auch nicht schlimm, ist auch ganz lustig eigentlich. Okay, also ähnliche Reaktion wie bei meinen Kommentaren. Ja, aber die haben halt dann ein paar wildere Sachen geschrieben. Ja, okay, ich habe natürlich auch was Dummes geschrieben. Ich habe halt erstmal die Raketen-Emojis geschrieben. Ihr wisst Bescheid, sage ich mal so. Das Geld für neue Kopfhörer ging. To the Moon. Das weiß jeder, der jetzt das Reddit oder Subreddit Wall Street Bets verfolgt. Für ETFs drauf. Auch lustig, denn er hat hier meine Kopfhörer bemerkt. Ich hab's ja selber an, ne? So, hier meine Kopfhörer sind mit Tesa geklebt, ja? Und mit Kabelschnellbinder hier. Da muss ich auf jeden Fall sparen. Da blieb da nicht mehr viel Kohle über, weil mein Aktiendepot so. Denn da ging ja jeder letzte Cent hin. Da kann ich mir nicht einfach so leisten, mal neue Kopfhörer zu kaufen. Also, Spaß beiseite, wäre einfach Geldverschwendung. Die Kopfhörer funktionieren noch super. Wieso soll ich mir neu kaufen? Genau. Naja, und nichtsdestotrotz, die Kommentare waren auf jeden Fall nice. Ja, hier ein paar Leute haben mich kritisiert. Richtiges Hype-Portfolio. Ja, okay, klar. Ich fasse zusammen. Die dümmsten Bauer haben die dicksten Kartoffeln, ja. Und dieses Video geht natürlich auch darum, erstens, was für ein dummer Bauer ich bin, aber natürlich auch, wie dick meine Kartoffeln geworden sind. Ich will jetzt hier nicht so. Wir sind sehr gespannt. Und, ha, ich hab's euch doch gesagt, oder ich hatte jetzt recht, Video daraus machen, wirklich oder gar nicht. Alle Kommentare, da ist überall ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Vielleicht auch sogar mehr als nur ein Fünkchen. Bei diesem Video, das ich dann vor ungefähr anderthalb Monaten gemacht habe, war mein Depot 19.000 Euro knapp im Plus. Und es hat sich natürlich jetzt ein bisschen entwickelt, ja. Also die Zeit ist natürlich weitergeschritten. Meine ganzen Aktien, die ich da gehalten habe, die schon überbewertet waren, die sind jetzt noch überbewerteter. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein, was sich das ein bisschen getan hat. Finde ich ganz spannend. Ich werde auch ein bisschen was sagen. Aber schauen wir einfach mal rein. Und wir gehen es einfach auch nacheinander durch. Die Gesamtsumme liege ich am Ende. Wir gehen jetzt einmal kurz alle Aktien durch. Also, Dope. Habe ich immer noch. Ist noch weiter gesunken. Reden wir nicht drüber. Wie gesagt, die werden auch noch steigen. Also ich bin immer noch langfristig hier investiert. Und ja, ich habe mich verplappert. Langfristig investieren. Die ist natürlich nicht nur ein Jahr. Ich wollte da. Genau, ganz wichtig. Und die Adobe-Aktie, die habe ich übrigens auch im Depot. Habe ich auch eine eigene Analyse zu veröffentlicht. Ist letztendlich nach wie vor ein hochqualitatives Unternehmen. Und wenn das mal so ein paar Prozentpunkte fällt,
ja, ist im Grunde kein Problem, weil die These dann wirklich langfristig ist. Und damit meint man dann eher mal Richtung 5 Jahre oder sogar 10 Jahre, dass man davon ausgeht, dass Adobe dann auch immer noch ein sehr, sehr gutes Unternehmen sein wird. Ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich halt nicht mega kurzfristig gamble, sondern halt nicht vorhab, das nur 1, 2, 3, 4 Tage zu halten oder eine Woche, sondern halt durchaus über ein Jahr, auch mal 10 Jahre. So, oder auch mal 15. Das klingt schon besser. Google ist nicht schlecht, habe immer noch nicht mehr erhöht. Also ich habe auch übrigens, um mal die Frage zu beantworten, ob ich jetzt irgendwas in meinem Depot geändert habe, ob ich irgendwelche Aktien hinzugekauft habe und so weiter und so fort, innerhalb der letzten 1,5 Monate, nee, ich habe nichts gemacht. Ich habe innerhalb der letzten 1,5 bis 2 Monate keine Aktie gekauft und auch keine verkauft. Ich habe nur einen ETF-Sparplan, also der ging halt nochmal. Okay, das heißt keine neuen Aktien rein, neue ETFs sind aber dazugekommen und durch Wertentwicklung wird dann auch entsprechend wahrscheinlich sein Depotzuwachs zu erklären sein. Rein. Amazon auch immer noch im Minus. Und jetzt ist spannend, also abgesehen von diesen beiden Aktien bin ich mit jeder anderen Aktie, die ich habe, im Plus und mit jedem anderen ETF auch. Also ich habe quasi hier nur insgesamt 185 Euro bin ich quasi im Minus, also alles andere ist im Plus, was natürlich auch Glück ist. Ne? Also ich will jetzt nicht hier sagen, ja, ich habe irgendwie einen Plan und ich mache das super richtig. Ich will auch gar nicht sagen, dass ihr das so machen sollt wie ich. Genau. Also ich würde sowieso sagen, vertraut keinem Finanzguru, weil jeder, der sagt, er weiß, was hier die einzelnen Aktien machen, der labert meiner Meinung nach ziemlich Bullshit. Und diese Messages, die Finanzfluss darüber bringen, wie zum Beispiel ETFs und die... Also das ist natürlich eine sehr überspitzte These, also dass jeder da sozusagen darüber redet, irgendwie Bullshit labert, wie er es sagt. Also zum einen beispielsweise Finanzfluss redet ja auch über Finanzen, macht das auch sehr, sehr gut. Und was man ja schon kann, ist bei Aktien zu verstehen, was hinter einer Aktie steckt, also das Geschäftsmodell zu verstehen, Chancen zu verstehen, Risiken zu verstehen. Und also finde ich, ist eine bisschen komische Aussage, weil es ja auch total im Widerspruch steht, dann selber in Aktien zu investieren. Aber zu sagen, jeder da über Aktien redet, ich weiß nicht, wie genau hat er das formuliert? Genau, also ich würde sowieso sagen, vertraut keinem Finanzguru, weil jeder, der sagt, er weiß, was hier die einzelnen Aktien machen, der labert meiner Meinung nach ziemlich Bullshit. Und okay, also wenn er meint, jeder weiß, was diese Aktien machen oder jeder, der behauptet zu wissen, was diese Aktien machen, dass das Bullshit ist, da stimme ich ihm natürlich komplett zu, wenn er es genau so meint. Also man kann überhaupt nicht vorhersehen, welche Aktie steigt oder nicht. Man kann aber schon wissen, was eine Aktie macht, Chancen und Risiken abschätzen und dementsprechend investieren. Sonst würde seine Aussage ja auch gegen Warren Buffett beispielsweise gehen, der ja auch irgendwie über Aktien spricht und auch in Aktien investiert. Aber gut, dann bezieht er sich hier, glaube ich, speziell auf Kursprognosen und da bin ich voll bei ihm, dass es unseriös ist und ja nicht möglich ist, vor allem auch nicht möglich ist, Garantien bei Einzelaktien auszusprechen. Und diese Messages, die Finanzfluss darüber bringen, wie zum Beispiel ETFs und diversifizieren und sowas, finde ich da auch eigentlich am besten. So, und alles andere, was ihr jetzt hier seht, ist halt ein bisschen Wetten. So, weiter geht's mit Apple. Habe ich auch noch nicht aufgestockt. Also wie gesagt, ich habe hier jetzt in diese Riesenunternehmen, wo man jetzt eigentlich denkt, dass ich das mein meistes Geld drin habe, relativ wenig, sind kleinere Positionen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ne? Natürlich ist es mega viel Geld, aber es wäre jetzt auch einfach unehrlich, wenn ich sagen würde, dass das Riesenpositionen sind, weil es ist halt einfach nicht so. Wir werden jetzt mal ein bisschen... Genau, allein prozentual sieht man ja schon, wenn Apple 1.500 Euro ausmacht und sein Depot aktuell bei 216.000 Euro steht, dann reden wir da über unter 1%. Das heißt, selbst wenn Apple sich verdoppelt, dann ja, wird sein Depotwert sich kaum verändern und steht da oben 218.000 Euro. Absolut gesehen natürlich immer noch eine gute Summe an Geld, aber auf seinem Depotwert ja, macht es eben relativ wenig aus. Deswegen ist auch immer die Frage, ob man so kleine Positionen überhaupt ins Depot aufnehmen sollte. Gerade wenn man sich jetzt Apple oder Amazon anschaut, die ja wahrscheinlich auch schon in seinen ETFs haben wird oder zumindest zuletzt in seinen ETFs hatte. Da sind die eh schon abgebildet, tun als Einzelposition auch nicht ja, wirklich viel für die Gesamtdepotentwicklung. Also könnte man sich in meinen Augen auch sparen. Zu meinem Depot, das jetzt halt fast 217.000 Euro beträgt, ist das natürlich relativ wenig. So, und auch generell, das hat sich natürlich so entwickelt, die 216.000, die waren natürlich noch nicht immer da. Investiert habe ich da quasi selber 155.000 und die haben sich quasi dann halt entwickelt. Das ist quasi ein Plus von 61.000 Euro. Und das ist halt das Spannende, weil in diesem Video war ich noch 18.000 Euro im Plus, wo halt schon jeder gesagt hat, hey, deine Aktien sind alle überbewertet. Und jetzt bin ich halt das Dreifache im Plus, 61.000 Euro, obwohl ich halt nicht nochmal irgendwas nachgekauft habe. Ja, also die Kritik, die war natürlich schon da, dass er tendenziell Aktien gekauft hat, die im Hype waren, die schon hohe Bewertungsniveaus hatten, sind jetzt nochmal gestiegen. Tatsächlich ist es ja auch eine ziemlich stattliche Gewinnsumme, die er da jetzt schon vorzuweisen hat, muss man sagen. Gucken wir mal, was er da noch zu sagen hat. Außer die braven ETFs. Ich will jetzt damit nicht sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt, ich habe es doch gewusst, aber die Leute werden halt immer sagen, irgendwas ist überbewertet und sonst was und erkennen halt nicht, dass sich der Aktienmarkt halt einfach gewandelt hat. Also die halten halt an der Zeit fest, wo halt diese Art von Marktanalyse und so weiter und so fort essentiell war und das ist halt einfach heute nicht mehr. Solange Leute an Tesla glauben, wird Tesla steigen und das ist der einzige Grund, warum Tesla steigt. Nicht, weil die
sie so und so viele Autos verkaufen, bla bla bla. Natürlich, das ist immer schön mal zu hören, Tesla verkauft so und so viele Autos und denkst du dir, geil, irgendwelche Leute kaufen sich dann einfach mehr Tesla-Aktien oder Leute verkaufen dann Tesla-Aktien, wenn es mal wieder Negativ-Nachrichten gibt. Aber ja, also die wenigsten Leute kaufen deswegen einfach Tesla. Die Leute kaufen einfach Tesla, weil Elon Musk ein kranker Dude ist, der uns auf den Mars bringen wird. Also das, was er hier sagt, ist ja prinzipiell richtig. Also viele Anleger kaufen Tesla nicht, weil es ihnen darum geht, wie viele Autos heute verkauft werden, sondern viel auch für die Vision, für die Story. Und ich weiß, dass es auch irgendwo nachvollziehbare Szenarien gibt, die den Tesla-Wert irgendwo rechtfertigen können, auch wenn man, glaube ich, ziemlich stark darüber streiten kann, wie realistisch diese Szenarien sind. Aber genau das ist ja auch irgendwo kritikwürdig. Also er sagt hier, die Leute verstehen nicht, dass der Aktienmarkt sich gewandelt hat, dass quasi Fundamentalkennzahlen, also dass die Fundamentals nichts mehr wert sind. Und die Leute müssen es einfach verstehen und können nicht einfach sagen, es ist überbewertet. Genau das ist ja womöglich das Problem. Und genau das war ja auch in einigen Finanzkrisen oder Spekulationsblasen das Problem, dass man gesagt hat, Fundamentalzahlen zählen nichts mehr, es zählt nur noch die Vision. Und irgendwann stellt man fest, okay, letztendlich muss eine Investition sich aber schon rechnen. Letztendlich geht es schon darum, dass eine Aktie zukünftige Cashflows liefern muss, damit die Investition sich auch lohnt und dass man nicht nur von einer Vision leben kann und eine Rendite nicht nur von einer Vision kommt. Und das ist ja sozusagen der kritikwürdige Punkt, den man in meinen Augen nicht so einfach wegwischen kann und sagen kann, ja, der Markt hat sich gewandelt, Fundamentals zählen nicht mehr, das müssen die Leute mal verstehen, sondern die Leute kaufen eine Story. Das ist ja schön und gut, das kann ja auch kurzfristig funktionieren und vielleicht kann es auch noch ein paar Jahre funktionieren, aber trotzdem ist es ja in meinen Augen ein Punkt, der zu einer Spekulationsblase beitragen kann oder der kritikwürdig ist. Und ja, da würde ich jetzt nicht so einfach sagen, ja, die Leute sagen immer, dass etwas überbewertet ist. Das stimmt zwar, ich erlebe das auch. Also seit ich 2013 angefangen habe, auch mich mit dem Aktienthema nicht nur zu beschäftigen und selbst zu investieren, das hatte ich da schon, sondern das eben auch ja dann im Internet irgendwie zu veröffentlichen und zur Diskussion zu stellen. Jedes Jahr bekomme ich im Grunde dann irgendwelche Mails, die sagen, nee, ich investiere nicht, es ist völlig überbewertet. Also seit 7 oder 8 Jahren mittlerweile. Das gibt es tatsächlich immer. Aber gerade in seinem Szenario, wo wir über einen großen Tesla-Anteil sprechen und bei Tesla, da kann man, glaube ich, wirklich sagen, da sind wir auf einem sehr, sehr hohen Bewertungsniveau. Das sagen ja viele Tesla-Aktionäre selbst. Das hat Elon Musk selbst schon vor ein paar Monaten getwittert, dass er glaubt, dass die Tesla-Aktie zu hoch steht. Also würde ich nicht so einfach wegwischen, auch wenn die Aussagen prinzipiell richtig sind, dass es der Fall ist, dass Fundamentals weniger wert sind. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt der Optimalzustand an der Börse sein sollte. Und die Leute wollen ein Stück vom Kuchen ab. Und ich auch. Kann man kritisieren, wie man will. Ich würde es auch niemandem empfehlen, so viel in Tesla zu halten. Ich habe auch 2 Positionen in Tesla. Wir kommen gleich mal darauf. Müsstest du dir dann nicht eher SpaceX kaufen? SpaceX wird nicht an der Börse gehandelt, sondern nur privat aktuell. Sobald SpaceX aber public geht, würde ich da auch investieren. Würdest du den Cybertruck gönnen? Boah, Cybertruck, ich weiß. Ja gut, ob SpaceX public geht, ich glaube, das steht wirklich noch in den Sternen. Aber sollte SpaceX public gehen, dann würde ich ja nicht pauschal sagen, ich investiere, sondern ich investiere dann, wenn ich das auch zu einer fairen Bewertung tun kann. Und das sind ja immer 2 Seiten. Einmal ein gutes Unternehmen und zum anderen aber auch einen guten Preis, den du irgendwie brauchst, damit deine Investition auch eine rentable Investition ist. Und wenn SpaceX zu irgendeinem Fantasiepreis an die Börse geht, sagen wir, Apple ist heute irgendwie 2 Billionen US-Dollar wert und SpaceX sagt, wir sind 15 Billionen US-Dollar wert. Vielleicht haben sie dann ein Geschäftsmodell, was das irgendwie ja rechtfertigt, bezweifle ich aus heutiger Sicht erstmal, sind im Grunde auch erstmal nur Beispielzahlen, da muss ja meine These sein, nein, SpaceX ist mehr als 15 Billionen wert oder ja 200 Milliarden, was auch immer der mögliche Wert wäre von SpaceX, da kenne ich die Bewertungszahlen überhaupt nicht, ist wahrscheinlich eher im Milliardenbereich. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch bei einem Börsengang, also bei einem IPO beachten, auch bei SpaceX, auch wenn Elon Musk dahinter steht und auch wenn dahinter eine sehr, sehr große Vision steckt. Dann der ETF, ja, der MSCI Emerging Markets, den auch Finanzfluss quasi häufig mal preacht, der auch echt stark ist. Meine Anlagestrategie ist ja basically, eigentlich mache ich halt nur ETFs und zusätzlich mache ich halt so ein bisschen nach Gefühl, aber halt hauptsächlich in Unternehmen, an die ich ja glaube. Das ist auch übrigens Geld, das ich bereit bin zu verlieren. Ist auch prinzipiell jetzt keine so verwerfliche Strategie, also ein Fundament aufzubauen mit ETFs, das ist ja völlig valide und dann auch als Anlagestrategie sozusagen in Produkte zu investieren, die einem selbst gefallen, kann ja auch dazu führen, dass man in gute Unternehmen investiert, in hochqualitative Unternehmen, ist eine Anlagestrategie, die sich schwer überprüfen lässt, weil wenn jeder unterschiedliche Produkte gut findet, dann wird auch jeder individuelle Renditen erfahren. Es kann aber auch beispielsweise dazu führen, dass wenn jemand technologiebegeistert ist, dass jemand tendenziell auch in der Lage ist, früher Trends zu erkennen. Also in dem Sinne kann man da, glaube ich, schon zumindest aus seinem Alltag Ideen sammeln für Aktienkäufe. Auch Peter Lynch gilt als einer der erfolgreichsten Fondsmanager.
ist auch teilweise so vorgegangen, dass er einfach geguckt hat, welche Produkte sind in seinem Alltag, in seinem Leben gut und kann er schwer ersetzen und dass das oftmals dann auch für ihn gute Investments waren. Verlieren. Ja, also wenn ihr jetzt nicht bereit seid, das Geld zu verlieren, was ihr da irgendwie im Depot habt, dann setzt es auch nicht aufs Spiel. Nach diesem Emerging Markets kommt der Clean Energy ETF. Das ist der ETF, in dem ich am meisten drin habe aktuell. Clean Energy, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, entweder die Menschheit löst den Klimawandel und die Aktien, die mit Clean Energy zu tun haben, gehen tendenziell halt nach oben. Oder die Menschheit geht halt einfach runter, weil der Klimawandel uns alle umbringen wird. So, eins von beiden, dann setze ich doch wenigstens auf die Variante, wo die Menschheit überlebt. So, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ist auch nicht ganz. Ja, das ist auf jeden Fall sehr überspitzt. Das ist auch ein Punkt, den habe ich schon in dem letzten Depot-Update kritisiert. Diesen ETF. Nicht, weil ich nicht glaube oder irgendwie wissen würde, dass er nicht steigt, aber die Anlagethese dahinter habe ich etwas kritisiert, weil nur weil ein Markt wächst, heißt es nicht, dass ein Anleger in diesem Markt gute oder überdurchschnittliche Renditen erzielen wird. Da gibt es zahlreiche Gegenbeispiele. Ich habe das auch in einem anderen Video schon erklärt. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass an der Börse Erwartungen gehandelt werden. Und jeder an der Börse geht heute davon aus oder weiß im Grunde, dass Nachhaltigkeit ein Trendthema ist und dass es kommen wird, dass da ein Wachstum stattfindet. Das wird also erwartet. Und Erwartungen sind heute schon in den Kursen drin. Das Gleiche gilt eben für regenerative Energien. Das heißt, es geht nicht darum, ob der Markt wächst, sondern, wenn man überdurchschnittliche Renditen will, ob der Markt über den Erwartungen wächst. Ich habe auch nochmal ein anderes Video geplant, wo ich mir nochmal speziell diesen ETF anschaue. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass er nicht steigen kann oder man nicht in diesen investieren sollte, aber man sollte eben einfach nur verstehen, dass der nicht automatisch überdurchschnittlich hoch steigen wird, wenn eben das Wachstum überdurchschnittlich hoch ist. Wachstum und erwartetes Wachstum sind nochmal ganz wichtige Unterschiede und an der Börse geht es um erwartetes Wachstum. Auch nicht um Umsatzwachstum, sondern Gewinnwachstum. Auch das sind nochmal wichtige Unterschiede, die man vor allem eben bei diesem Thema verstehen muss. Ganz ernst gemeint, aber das ist ungefähr so meine Einstellung zu Clean Energy Sachen. Ich glaube ziemlich an Clean Energy. Dann NIO, ähnlich wie Tesla. Das, man könnte jetzt dumm gesagt sagen, es ist chinesische Tesla. Würde ich nicht sagen. Die haben noch ein paar andere Ansätze. Dann Palantir Technologies. Die machen AI-Kram. Tatsächlich bin ich damit jetzt endlich im Plus. Ewig war ich damit 3000 Euro im Minus. Jetzt bin ich wieder im Plus damit. Danke dafür. Ich überlege mir das zu verkaufen. Nicht, weil ich nicht denke, dass sie noch weiter steigen werden, sondern weil ich nicht so krass hinter der Firma stehe. Und zusätzlich, ich mich auch nicht so krass damit auskenne. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Genau. Dann. Ja, Palantir hat auch ein etwas komplexeres Geschäftsmodell, würde ich behaupten, weil es auch relativ eng mit Regierungen zusammenarbeitet. Ich habe auch in dem letzten Video, glaube ich, angemerkt, oder zumindest hat man es gemerkt, dass er da nicht wirklich viel zu sagen konnte, was Palantir überhaupt macht. Dafür ist ja schon ein relativ hoher Anteil von seinem Depot in Palantir investiert. Gucken wir nochmal, wie viel das war. Ja, 23.000 Euro immerhin, also das müssen ja irgendwie knapp über 10% sein. Dafür, dass er eigentlich nicht genau weiß, was das Unternehmen macht und was das Geschäftsmodell dahinter ist, finde ich das schon relativ viel. Auch bei Palantir kann man mal dazu sagen, wenn wir das mal googeln, also einfach mal Palantir-Aktie, gut, was heute am Tag passiert ist, ist eigentlich wenig relevant. Aber die Aktie ist halt erst Ende 2020 an die Börse gegangen. Und der Wertzuwachs bis heute war ja sogar knapp 200%, wenn wir jetzt bis zu dem Zeitpunkt mal rechnen, wo er das Video veröffentlicht hat. Also die Aktie hat sich verdreifacht. Hier ist die Aktie an die Börse gegangen. So ein Börsengang ist auch nochmal ein spezielles Event, aber dort wollen natürlich bisherige Eigentümer vor dem Börsengang wollen möglichst viel Geld für ihre Anteile bekommen, die sie an die Börse bringen. Dann setzen sie sich oftmals mit großen Investmentbanken zusammen und überlegen, was könnte eine faire Bewertung sein, holen auch von Großinvestoren Bewertungen ein. Und dann sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass eine Aktie fair bewertet wäre bei 9,49 Euro. Und in der Regel wird da nicht so viel Geld verschenkt, also da wird sehr, sehr ungern Geld verschenkt. Das kann man nur mal im Hinterkopf behalten, weil heute ist der Markt der Meinung, dass diese Aktie dreimal so viel wert ist, wie sie es noch Ende des Jahres nach der Meinung von Großinvestoren und Großbanken der Fall war. Jetzt kann man die Frage stellen, ob da fundamentale Daten zugeführt haben. Das wage ich mal zu bezweifeln. So die riesigen fundamentalen Veränderungen gab es in diesem Zeitraum nicht. Das heißt, hier haben wir schon einen ziemlich großen Gap zwischen der Bewertung des Marktes heute und der Bewertung, die die vorherigen Eigentümer, Großinvestoren und Investmentbanken hier noch vorgenommen haben. Ja, das heißt nicht, dass die heutige Bewertung völlig falsch sein muss. Es heißt nur, dass wir da eben diesen Gap haben und schon mal sehr kluge Leute, sehr gut informierte Leute zu einem anderen Entschluss gekommen sind bei dieser Aktie. Was, glaube ich, einfach nur zeigt, wir haben eine gewisse Fallhöhe. Also es wäre ja nicht ungerechtfertigt, wenn diese Aktie mal zurückfallen würde auf diesen Wert. Das wäre dann ein Rückgang von 2/3. Also dann würde man 66% verlieren. Also ein relativ hohes Risiko in diesem Wert. Aber unterm Strich, er sagt es ja selbst, er hat das Geschäftsmodell noch nicht ganz verstanden und deswegen überlegt er zu verkaufen. Ist dann ja auch eine valide Schlussfolgerung an dieser Stelle. Und wenn man diese Aktie kaufen möchte, selber die Gedanken machen, von mir aus eine Analyse dazu durchlesen oder selber sich reinfuchsen, wie das Geschäftsmodell funktioniert, welche Chancen und Risiken es gibt und dann eben selbst entscheiden.
wieder im Plus damit. Danke dafür. Ich überlege mir, das zu verkaufen. Nicht, weil ich nicht denke, dass sie noch weiter steigen werden, sondern weil ich nicht so krass hinter der Firma stehe. Und zusätzlich, ich mich auch nicht so krass damit auskenne. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Genau. Dann PayPal. Finde ich auch immer noch geil. Brauche ich zu sagen. Qualcomm, die machen. Ja, PayPal habe ich auch vor kurzem eine Aktienanalyse erst veröffentlicht. In meinen Augen leicht überbewertet, aber relativ starkes Unternehmen. Auch aus Kundensicht beliebtes Produkt in einer attraktiven Branche. Also ich glaube, ein hochqualitativer Wert, mit dem man wenig falsch macht. Auch wenn ich nicht unbedingt von allerhöchsten Renditen der Zukunft ausgehen würde. Die machen Prozessoren und so weiter und so fort für Mobiltelefone. Square ist ein Finanzdienstleister, den ich auch ziemlich nice finde. Wie gesagt, an den glaube ich auf jeden Fall gut. Tesla. Ja, Square ähnlich wie PayPal in einigen Dingen, macht aber auch noch ein paar Dinge anders. Hat aber auch ein relativ hohes Exposure, also eine relativ hohe Ausrichtung auch auf Bitcoin, weil Square da noch deutlich präsenter ist. Auch eine ziemlich spannende Thematik, die man da auf dem Schirm haben sollte. Was natürlich cool sein kann, weil man über eine Aktie auch indirekt irgendwo dann vom Bitcoin profitieren kann. Was aber auch ein Risiko sein kann, weil da eine gewisse Abhängigkeit drin steckt. Tesla halt, ne, klar, hatten wir gerade, müssen wir nicht drauf eingehen. Ich glaube, die waren heute wieder beim All-Time-High. Ich sag mal so, kann mich nicht beschweren hier mit 103% und 85% im Plus. Ich weiß gar nicht seit wann. Eigentlich seit Ende August. Ich habe da aber auch schon mal ungefähr 5000 Profit wieder rausgenommen. Eigentlich wird da noch mehr stehen, hätte ich es nie verkauft. Dann nochmal. Ja, ist natürlich eine sehr stabile Position. Also dann insgesamt 80.000 Euro in Tesla investiert und in Summe dann ja, wahrscheinlich so 85% bis 90% im Plus. Ja, also kann man ihm nur beglückwünschen, dass es so gut geklappt hat. Er hält ja auch noch weiter daran fest. Es gibt ja auch andere, auch namhafte Investoren, die noch weiter höhere Kursziele für Tesla sehen. Ich selbst bin nicht in Tesla investiert. Ich finde die Bewertung aktuell zu optimistisch. Ich glaube, sie preist zu positive Ereignisse ein. Finde es okay, dort zu investieren, wenn man der Meinung ist, dass die Szenarien, die auch Elon Musk irgendwie vorschweben, realistischer sind, auch auf absehbare Zeit, weil es ist ja schön und gut, wenn sie in 50 Jahren eintreten, aber dann wird die Rendite relativ gering sein. Aber wenn man glaubt, dass auf absehbare Zeit mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit Tesla das Unternehmen sein wird, das 20 Millionen Autos verkauft, das dann noch Software an andere Automobilunternehmen verkauft, was Robotaxis anbietet und so weiter, dann kann man dort ja auch investieren. Nur dieser hohe Anteil in seinem Depot, der ist natürlich, sagt er auch selbst, nicht zum Nachmachen geeignet. Also wenn er jetzt 80.000 hier drin hat bei einem 216.000 Euro Depot, dann sind es ja über 30%, über ein Drittel seines Depots, dass er nur in Tesla hält. Das wäre mir persönlich ein viel zu hohes Risiko und würde ich persönlich nicht so machen. Ich würde da ein bisschen umschiften, gerade wenn er jetzt schon relativ hohe Gewinne eingefahren hat. Nochmal ein guter ETF und zwar der MSCI USA. Ja, also das ist halt ein ETF, klar. Okay, ist ein ETF. Da verstehe ich nicht ganz, warum er den braucht. Gucken wir gleich nochmal, was so in meinen ETFs kann man eigentlich ein bisschen gesondert zu meinen Einzelaktien ansehen. Wie gesagt, der MSCI World Emerging Markets, dann der Clean Energy ETF, in dem ich am meisten habe. Dann natürlich auch der MSCI USA, in dem ich auch ordentlich investiert bin. Natürlich auch der MSCI World, der so der am besten diversifizierte ETF ist, den ich habe. Und dann noch ein bisschen Eurostox und MSCI USA. Viele Leute haben mich gefragt, also rein gar nichts im Minus. Ja, also hier plus plus. Okay, also er hat nichts im Minus. Das freut mich natürlich, wenn wir uns nochmal die ETFs anschauen. Er hat ja 8.000 Euro in dem Eurostox, also einfach mal europäische Aktien. MSCI World, weltweit gestreut, 23 Industrienationen, sehr etablierter Index. Und er hat 17.000 Euro in dem MSCI USA. Die Position verstehe ich nicht so ganz. Also er hat Schwellenländer und MSCI World, die ergänzen sich ja irgendwo ganz gut. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn man Schwellenländer in die USA und in Europa investiert, dann ist das ja fast einfach wie so ein Weltindex. Also USA und Europa besteht größtenteils aus Industrienationen, hat man ja so ziemlich im MSCI World drin. Und er tut ja nicht so viel für seine Asset Allocation, dadurch, dass er nochmal extra einen USA-ETF hier im Depot hat. Gerade weil seine Aktien, ich glaube, alle aus den USA sind. Der MSCI World selbst besteht auch zu 65% aus den USA. Also ich weiß nicht genau, was seine These ist hinter dem MSCI USA oder USA, also ja, dadurch, er könnte sich den in meinen Augen auch sparen, könnte sich auch den Europa-ETF sparen und dafür einfach den MSCI World ein bisschen aufstocken. Da wird er wahrscheinlich weitestgehend die gleichen Ergebnisse haben und sein Depot noch ein bisschen vereinfachen und hier noch zusätzliches Exposure reinzubringen. Also ich hätte es verstanden, wenn er sozusagen Europa nochmal übergewichten will, weil er sagt, die USA ist ihm zu hoch gewichtet, weil die USA steckt im MSCI World stark drin und alle seine Einzelaktien kommen aus den USA. Dass er dann sagt, als Gegengewicht nimmt er noch Europa mehr mit rein und Schwellenländer mehr mit rein, völlig fein. Aber dann auch die USA mit einem ETF reinzunehmen, erschließt sich mir nicht so ganz. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Wette, einfach pauschal auf US-amerikanische Werte. Zusätzlich auch Wechselkursrisiko, Euro, US-Dollar. Also das würde ich ein bisschen reduzieren.
im Minus. Ja, also hier plus. Und so überall auch ordentlich. Ich glaube, ich habe nichts, was nicht mindestens so knapp 10% im Plus ist. 10%, 10%, 85%, 100%, 20%, 11%, 14%, 35%, 46%, 8% nur, 40%, 21%, 10%. Aber hier dann meine einzigen zwei Aktien, die im Minus stehen. Amazon hier mit minus 5% und Adobe mit minus 5%. Glück gehabt, sagen wir so. Ist ganz gut gelaufen. Kann man sich nicht beschweren. Genau, finde ich noch spannend. Also wie gesagt. Ja, ist gut gelaufen, glaube ich auch. Kann man sich nicht beschweren. Hat natürlich auch profitiert von einer guten Börsenphase, gerade auch, weil Technologiewerte irgendwie gut performt haben. Und in dem Sinne konnte man da auch wenig falsch machen. Trotzdem wird er wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Rendite erreicht haben, allein durch seine Tesla-Werte. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Glück oder Können war. Ich glaube, ein bisschen Glück spielt hier auf jeden Fall auch die Rolle. Gerade weil man ja auch merkt, dass er in einigen Aktien jetzt auch nicht so tief drin gesteckt hat und einfach gekauft hat, weil er vom Produkt überzeugt war. Ich würde einige Punkte anders machen, wenn er sich damit wohlfühlt, wenn das so zu seiner Anlagestrategie passt und wenn er sich auch des Risikos bewusst ist, dass er selbst ja auch tragen muss, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Da kann ja jeder sein Depot aufbauen, wie er möchte. Das ist ja auch schön und gut. Und ich finde es auch sehr löblich, dass er sein Depot hier der Öffentlichkeit stellt. Er weiß ja auch, dass da viele kritische Punkte auch kommen können und viele unterschiedliche Meinungen und auch offen zu legen, wie viel er investiert. Finde ich erstmal schön, dass er diese Transparenz an den Tag legt und man auch die Möglichkeit hat, sowas dann mal irgendwie öffentlich zu diskutieren. Der hat natürlich völlig zu Recht gesagt, dass alles sehr riskant ist. Ist auch auf jeden Fall riskant. Ich wollte nur ein bisschen zeigen, wie sich quasi jetzt das 157.000 Euro Tomery-Portfolio, wie sich das zu einem 216.000 Euro Depot entwickelt hat. Cool, schaut auf jeden Fall. Okay, so viel dazu. Dann sind wir gespannt, wann weitere Updates des Depots kommen und wann die nächsten Grenzen geknackt werden. Und natürlich auch, wie es mit der Tesla-Aktie weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.